Trotz weltpolitisch schwieriger Lage sind wir heute in Wipperfürth zu Gast bei der Narrenzunft Neie. Hier wird ein sogenanntes Bierwandern veranstaltet. Und damit herzlich willkommen zur neuen Reportage bei Oberberg Aktuell. Prinz Bonsa der Erste, hallo. Fastelovend. Die weltpolitische Lage ist derzeit nicht ganz einfach. Ihr habt euch trotzdem zum Feiern entschieden. Warum? Es hat die letzten 2 Jahre, sind wir mental in einen Ausnahmezustand gerutscht. Und die Leute waren hungrig drauf, mal wieder ein bisschen rauszukommen, ein bisschen Spaß zu haben. Wir haben uns als Verein entschieden, den Tag hier nicht abzusagen, sondern den Leuten die Möglichkeit zu bieten. Wir wollen ja auf keinen Fall die Probleme irgendwie wegschunkeln oder weglachen, singen. Wir sind uns sehr bewusst, dass in der Ukraine was passiert, was nicht schön ist. Aber trotzdem brauchen die Leute einfach mal eine kleine Auszeit, ein bisschen Spaß, müssen mal ein bisschen abschalten. Und dazu laden wir heute ein. Wir haben 2 Jahre jetzt durch Corona schon auf Karneval verzichtet. Karneval bringt einfach Menschen hier, besonders in Wipperfürth, zusammen, weil es einfach eine kleine Stadt ist. Aber wir lassen uns Karneval nicht verbieten. Wir machen das Beste daraus. Wir denken an die Ukraine und wir denken an alle anderen. Und wir machen unser Ding hier. Ja, nochmal groß Dankeschön an den Blau-Weißen Neie, dass sie uns hier sowas ermöglichen. Finde ich eine Top-Sache. Okay, danke Jungs. Viel Spaß beim Feiern. Dankeschön. Prinzessin Bianca, was können sich die Menschen denn unter Bierwandern vorstellen? Ja, wir haben 2 tolle Standorte, wo die Leute schunkeln und feiern können. Um das Ganze aber ein bisschen Corona-konform zu entzerren, haben wir dazwischen einen Wanderweg. Und wie wir eben schon toll gesehen haben, die Leute haben Wagen gebaut und nutzen das auch wirklich ganz toll, die Strecke dazwischen. Ja, und feiern einfach, das ist total schön. Ja, passt den Orben zusammen. Ich bin echt schier begeistert, was hier alles passiert. Das ist der Wahnsinn, dass ihr alle hier hingekommen seid. Ich hoffe, ihr habt alle Spaß. Wir könnten ein bisschen zusammen schunkeln, ein paar Lieder singen, ein paar Bierchen trinken, eine Wurst essen, alles was geht. Ich versuche gleich mal rumzugehen, mit jedem mal eben zu quatschen. Aber jetzt machen wir Platz. Die Mädchen wollen ran. Melanie Noske aus Bechen im Rheinisch-Bergischen Kreis. Hat sie das neue Format Bierwandern ins Oberbergische gelockt? Ja, definitiv, auf jeden Fall. Also wir haben das über Instagram, Facebook gesehen und es ist eine super Aktion. Es ist einfach total toll, dass sowas veranstaltet wird. Halt auch aufgrund der jetzigen Situation einfach. Es ist wirklich trotzdem toll, dass man ein bisschen Normalität hat, ein bisschen Lebensgefühl hat und einfach ein bisschen miteinander feiern kann, trotz der schweren Zeit. Ja, noch ein Hinweis zum Schluss. Wenn Ihnen die Reportage gefallen hat, lassen Sie ein Like da, abonnieren Sie unseren Kanal und besuchen Sie unsere Webseite. Bis zum nächsten Mal.